Ja, man hatte das Gefühl, dass Schwerin wieder endlich ins Spiel reingefunden hatte. Ja, aber auch jetzt gerade die Phase, wo sie sich schwer tun. Das war wie zu Anfang. Dortmund hat die Abwehr beibehalten mit dieser offensiven 5-1-Deckung gehalten, ja. Hab ich auch so gesehen. Ja, scheint mir, dass für Schwerin besser gewesen wäre, wenn sie durchgespielt ohne Halbzeitpause. Darüber bleibt, kann man spekulieren, sicherlich. Aber ich glaube, die Mädels brauchten unbedingt eine Pause, weil es ein höllisches Tempo ist. Hat sich das Spiel angezeigt. Und außer Not geboren kommt natürlich dieser Pass. Und der Konter für Dortmund. Angezeigte Zeitspiel, der Schiedsrichter. Mhm. Und das wird weiterhin eiskalt ausgenutzt von Borussia mit dem Treffer. Und Jule Kloth kommt wieder für Wenk. Jule Wenk. Jule Wenk wieder raus, hat nicht viel bewirken können. Jule Kloth wieder drinne. Günther bleibt am Block hängen. Zu viel Stückwerk. Jule Kloth. Das Kreislandspiel auf Grünweite 7 Meter. Kreis. Aber momentan weiß ich nicht, ob man sich aus grünweißer Sicht darüber unbedingt freuen muss. Ja, das hast du schön gesagt, Kai. Jetzt kommt Benni Künzel. Benni Künzel, der fünfte 7 Meter für Grün-Weiß. Einmal ist sie bereits gescheitert, diesmal trifft sie. Ja. Gar nicht lange, fackelt. Durchgezogen. Gradlinig. Ist vielleicht in dem Falle bei so einer großen Torhüterin auch unheimlich wichtig. Mit einem schön erarbeitet von Jule Kloth und Mandy Kloth. Jetzt müssen sie aber auch erstmal was draus machen. Weil gerade im Angriff hat es gehabert bei Grünwald. Die Dortmunderinnen sind auch unheimlich gut in der Rückwärtsbewegung. Ballverlust. Sprien ist noch gar nicht wirklich vorne angekommen, haben sich mindestens 4-5 Abwehrspielerinnen schon wieder positioniert. Können taktisch faulen in dem Moment, den Spielfluss unterbrechen. Das ist natürlich der große entscheidende Unterschied hier, dass Schwerin nicht wirklich zu leichten Toren kommen kann. Und Felkel mit dem Wurf am Tor vorbei. Jetzt die Möglichkeit nochmal zu spielen, da kriegen sie nicht gehalten. Und ein blindes Verständnis da. Anne Pöschel. Erneut 7 Meter. Endlich mal am Ball und jetzt sagt sie selber, Susi Grimm kommt jetzt für den 7 Meter. Komm Susi, hol das Ding. Susanna Kovacikova. Sicher. Variiert schön zwischen den Ecken. Oben, unten, links, rechts. War das nicht Fuß? Gut, nein, gut verteidigt. Der Fuß beginnt unterhalb des Knies. Und er war am Oberschenkel. War alles regelkonform. Und erneut 7 Meter. Nummer 6. Und Kerstin Felke geht wieder zum Punkt. Klar, die Gefaulte sollte niemand selber werfen. Jetzt mal verwandeln. Die Nummer 6 von Borussia Dortmund ist unheimlich stark, individuell stark, spielerisch voll im Bilde und hat dann auch noch das Auge für den Nebenmann. Auch wenn die jetzt die Grün-Weißen da jetzt mal eine Hand dran hatten.
So eine Spielerin fehlt momentan Schwerin. Obwohl ungelogen auch sicherlich ein, zwei Spielerinnen aus Schwerin die Möglichkeit dazu haben und auch die Fähigkeiten. Ja, aber es wirkt mir dann auch zu sehr Stückwerk. Pfosten und Anne Pöschel hat den Ball. So, der schnelle Ball auf Julia Grünwald. Ah, sauber und rausgespielt. Da hat sie Glück. Aber auch da wieder gesehen, wie unheimlich schnell die Dortmunderinnen zurückarbeiten. Dann ist es natürlich schwer, den Ball zu kontrollieren. Und jetzt war der Treffer von außen. Christine Schröder mit ihrem Dritten. Da gearbeitet, Christine Schröder. Endlich mal. Jetzt Marie Künzer. Und Treffer. Und Treffer. 2 Minuten Strafe. Und 2 Minuten. Ja. Gegen Stefanie Glatte. Ja, unheimlich gut zu sehen. Tini Schröder macht das Tor, arbeitet unheimlich schnell zurück. Er kämpft sich den Ball und schafft Schwerin natürlich endlich mal eine einfache Möglichkeit, einen Treffer zu erzielen über die erste Welle. Diesmal auch genutzt. Sagt der Dortmunder Trainer an Halt. Er hätte auch gerne eine 2-Minuten-Strafe gesehen. Und Anne Pöschel mit der starken Parade. Und Grünwald-Sperin ist jetzt hier plötzlich in der Partie. Und das Tor! Julia Grünwald, warum denn nicht früher so? Jetzt hat Kerstin Feckel endlich mal ihre Routine und ihre Cleverness ausgespielt, hat den Ball endlich behauptet, ihren Körper dazwischen gestellt, konnte dann einen unheimlich starken Pass spielen zu Julia Grünwald. Und die hat auch in der ersten Situation gut verwandeln können und hat auch jetzt ihren zweiten sauber verwandelt. Ah, jetzt. Und der Ball ist weg. Och. Und das sehen die Zuschauer hier ein bisschen anders. Ja, nee, das sehe ich genauso. Sicherlich. Schade, dann nehmen sie jetzt den Schwung raus. Das wäre die Möglichkeit hier gewesen. Das es hätte einen 9 Meter verdient gehabt, auf jeden Fall. Das Schieben des Abwehrspiels war wieder vorhanden. Und das Tor für Dortmund. Durch das ist Schäfer. Der Schwachpunkt in der Abwehr auf der Seite. Aber Schwerin geht jetzt unheimlich das hohe Tempo mit. Wahrscheinlich ist es auch das, was der Trainer zu ihnen gesagt hat. Geht Tempo, bis ihr umfallt. Und ihr werdet sehen, ab und an habt ihr Erfolg damit. Jetzt auch hier wieder. Ah. Und wenn die Künstler mit dem Nachwurf. Stark. Das war schön freigespielt. Erst Christine Schröder auf der Seite und dann... Es werden die Künze mit aller ihrer Größe da und macht dann das Tor. Und da hat sie sich gut durchgesetzt und erneut das Tor von Susanna Horvath-Nikova. Und komm nochmal, Tini. Tor! Und der Tor. Ball rein. Mit viel Glück! Christine Schröder. Ich möchte es mal ganz einfach bezeichnen. Dortmund relativ pomadig jetzt in der zweiten Halbzeit. Wenn sie ihre Ausnahmespielerin mit der Nummer 6 nicht hätten, wäre der Abstand vielleicht auch schon etwas geringer gewesen. Aber sie schaltet sich genau im richtigen Moment wieder ein und wieder stark erarbeitet. Schade. Und das gibt kein 7 Meter. Alles gut. Und er konnte. Komm, Marie-Fini! Jawohl! Haben sie Fahrt aufgenommen jetzt, die Schwerinerinnen? Haben sie Fahrt aufgenommen, die Schwerinerinnen? Ja. Bisschen spät, leider. Man sollte aber auch nie sagen, dass es zu spät ist. Das ist richtig, aber...
Wir dürfen Meter, auch nicht vergessen, gegen wen wir hier spielen. 7 Meter für Borussia Dortmund. War ich voreilig? Wollte noch eine 2-Minuten-Strafe heraufbeschwören, ist natürlich nicht der Fall. Und wieder kommt die Nummer 6. Und wiederholt ist sie sicher. Susanna Bohr-Matsikova. Mit dem 16:32. Schade. Und Grünwald scheitert an Trottler. Und da haben sie nicht aufgepasst. Der Konter läuft. Und der Treffer von Kira Brandes. Und jetzt kommt Jennifer Kriegsmann. Christine Schröder. Eine B-Juniorin. Das muss man dazu sagen. Ja, ich hoffe mal. Technischer Fehler gepfiffen. Sie wird es unheimlich stark genießen. Völkel bleibt liegen. Mit 16 Jahren auf so einer großen Bühne Handball spielen zu dürfen, ist für sie natürlich ein ganz besonderes Erlebnis, wie jede andere Spielerin natürlich auch. Aber sie ist 16 Jahre alt, wird ihr ins kalte Wasser geworfen. Vielleicht hat sie ihr eigenes Erfolgserlebnis. Es wird auf jeden Fall weiterhelfen gegen eine so gut stehende, kompakte Mannschaft wie Borussia Dortmund zu spielen. Und Kerstin Völker jetzt wieder auf den Damm. Und das Mitnehmen in ihr Handball erleben. Was hoffentlich noch sehr, sehr lange andauern wird. Ja, kurze Korrektur der Uhr. Abgleich mit dem Schiedsrichter. 5 Sekunden bleibt die Uhr stehen. 5 Sekunden, ja genau, 5 Sekunden bleibt die Uhr stehen, dann wird sie nachgelaufen. Auch wenn das jetzt hier nicht zwangsläufig erforderlich ist, ich finde es gut, dass die Schiedsrichter darauf achten. Und das zeigt auch die Stärke des höheren DAB-Schiedsrichterkaders. Ja, die machen... Weil in unteren Ligen sieht man das nicht unbedingt. Die machen ein sehr solides Spiel, die beiden, unauffällig. Und trotzdem mit ihren Pfiffen sicher und dominant. Wenn sie ein bisschen gefährlicher selber wäre, ein bisschen mehr Gefahr ausschreiben würde, ah, Cassie Bagel mit also diesen Würfen über die Abwehrmitte. Sucht sie natürlich die größte Gegenspielerin aus. Kein Spiel angezeigt. Einfach geblockt. Fülle Blut muss. Stürmerfoul. Stürmerfoul gepfiffen. Und hat sie sich wehgetan, die Dortmunderin. Und da hoffen wir, dass sie. Auch da auf die Nase. Hoffen wir, dass sie nicht auch noch aus dem Spiel muss. Aber wir können ja mal konzentrieren. Schweriner im Angriff. Stehen noch zu viel, bewegen sich zu wenig und bewegen sich auch zu wenig als Team. Man sieht viel Bewegung zwischen Künzel und Felkel, aber zu wenig Bewegung im kompletten Team. Das Schweriner Spiel ist sehr linkslastig, weil wir auch sehen, dass Marie Kinscher gar nicht wirklich zum Zuge kommt heute. Ja, auch da auf die Nase, auf den Mund.